Ich muss mir jetzt Kaffee einschenken erstmal. Aber heute gibt es kein Bier für mich. Hältst du dich jetzt für was Besseres? Tatsächlich schon. Mhm. Hauptsache, du hast die letzten zwei Wochen die ganze Zeit Bier getrunken. Ununterbrochen. Ja. Wir hören heute was Feines, und zwar habe ich wieder was vorgeschlagen bekommen von den Algorithmen bei YouTube Hausen. Und zwar gönnen wir uns von Dümarok und Kolja Goldstein den Song Bermuda Dreieck, produced by Crisis und Sovereign, Souverän, wie auch immer, SVRN. Kennst du was von Dümarok? Nee, es klingt französisch, aber mehr weiß ich nicht. Ich finde, das klingt sehr marokkanisch. Kennst du was von Kolja Goldstein? Nein. Wer ist das? Ich bin mir auch nicht sicher, aber... Ganz schön viele Klicks. Dafür, dass wir gar nichts über die wissen. Ich habe nicht großartig viel dazu zu sagen, außer das Bermuda-Dreieck ist berüchtigt für seine Dreiecksform. Wollen wir reinsteigen? Ja, let's go. Let's go. Der Asphalt ist mein Zeuge. Hier haben sie von Schore rauchen tote Augen. Geht's schon direkt los hier mit den drei, mit dem Dreieckskult? Moment. Da. Aber es sind zwei Augen. Das verwirrt mich jetzt. Was würde Tilman Knechtel dazu sagen? Wenn zwei Augen in dem Dreieck ist, abgesehen davon, dass es das Bermuda-Dreieck, aber wenn zwei Augen in dem Dreieck zu sehen sind, sind die jetzt Doppel-Illuminati? Vielleicht eine Parodie. Ein Zeuge, hier haben sie von Schore rauchen tote Augen. Der letzte, der mich rippen wollte, bekam Schüsse auf die Motorhaube. Ich press Twist für die Marge, kein Gig für die Gage. Ich bin auf der Straße, du siehst mich mit links. Lustigerweise, er sagt so, kein Gig für die Gage. Bei uns im Untergrund ist mehr so, keine Gage für den Gig. Ja, ja, stimmt. Kleiner Funfact für euch verwöhnte Bengel da draußen. Bekam Schüsse auf die Motorhaube. Ich press Twist für die Marge, kein Gig für die Gage. Ich bin auf der Straße, du siehst mich mit links einerschaffen. Rechts ne Machete, im Hinterzimmer warten. Bring mir jeden, den du kannst, reich. Schüsse aus dem Bentley. Für diese Kindergarten-Rapper bin ich wie ein Sensei. Welche Kindergarten-Rapper meint er jetzt genau? Meint der Koro-Sensei? Ich glaube nicht. Sensei ist ja so ein allgemein. Aber welche Kindergarten-Rapper meint er? Manch eine mutige Stimme würde jetzt auch sagen, dass das mehr so in Kindergartenrichtung geht. Nicht, dass ich das sagen würde, aber manch eine Hip-Hop-Meinung vielleicht. Weil? Naja, es ist ja schon ziemlich stumpf, ne? Ja, er hat auch den Blick des Jahrtausends. Ja, da leckt er seine seine Schneidezähne. Als hätte er gerade noch seine letzten Pokerreste verrieben. Naja. Ich hab einen abgefuckten Advokat, Schalli unter Manorak, hat auf hat ne Ananas. Gibraltar Lago Maggiore, hab einen Mann in den Bergen unterm Hafen die Tore. 10 Stiche und ich stehe stramm, hinterrückst du Ehrenmann. Komm vor mein Gesicht, für dich sitz ich ein Leben lang. Ratar, Kickdown, A8, Litauen, 6 Stunden später mit Kolja ein Schiff schauen. Wir sind global vernetzt. Ich verstehe nicht alles. Die schreien. Und ich verstehe nicht jedes Wort. Ja, Schiffbau? Ich mache nochmal irgendwie zurück, warte mal. Für dich sitze ich ein Leben lang. Er sitzt sich ein Leben lang. Sitz ich. Ach so. Gut, gut. Down, A8, Litauen, 6 Stunden später mit Kolja ein Schiff schauen. A8. Litauen. Später mit Kolja ein Schiff schauen. Ein Schiff schauen. Ich weiß nicht, was er damit meint. Meint er diese kleinen Schiffchen, die man beim Türken kaufen kann? Die schmecken gut. Oder vielleicht gucken die sich am Hafen Schiffe gerne an, zusammen. Vielleicht sitzen die da und dann reden die über die Vergangenheit und schauen sich da halt ein Schiff am Hafen an, in Litauen.
Möglicherweise geht es aber auch um Schiff Schanone, was auch immer das heißen soll. Schanone? Schiff Schanone, das soll irgendwie irgendwas Ausländisches, ich weiß es doch auch nicht alles. Mhm. Naja. Kolja Goldstein klingt, ist das ein J? Ja, weiß ich nicht. Ah, wir sind global vernetzt, weil gute Geschäfte gehen nur über Grenzen. Ich lass die Ellis brettern, durch das Bermuda-Dreieck. Ich trag das Risiko, wenn du die Kurse einhältst. Ich baue meinen Bruder auf, während du deinen Bruder klein hältst. Hier geht's um Transaktionen, bei dir geht es nur um Kleingeld. Ich lass die Ellis brettern, durch das Bermuda-Dreieck. Ich trag das Risiko, wenn du die Kurse einhältst. Ich baue meinen Bruder auf. Die Hook ist gut. Die Hook gefällt mir. Welcher Teil an der Hook gefällt dir besonders gut? Gemeine Frage, Isla. Ja, das kann ich jetzt nicht auswendig, aber... Die Lyrics fandst du super, ne? Ja, fand ich nicht schlecht eigentlich da jetzt in der Hook. Welche Begriffe dieser Lyrics fandest du am besten? Den Bruder klein hält. Und das mit dem Kleingeld. Hier geht's um Transaktionen, bei dir geht es nur um Kleingeld. Ich lass die Ellis brettern, durch das Bermuda-Dreieck. Ich trag das Risiko, wenn du die Kurse einhältst. Ich baue meinen Bruder auf, während du deinen Bruder klein hältst. Hier geht's um Transaktionen, bei dir geht es nur um Kleingeld. Das Ding ist, ich werde so die ganze Zeit angebrüllt, ich kann mir nichts davon merken, was er da irgendwie von sich gibt. Kann auch an meinem Kurzzeitgedächtnis liegen, also aber... Ich schätze mal, warum ich das jetzt mochte, war, ich habe verstanden, was er gesagt hat und es hat für mich einen Sinn ergeben. Ah, ah. Und... In dem Part habe ich nichts wirklich verstanden, warum die jetzt nach Litauen fahren, wahrscheinlich wegen den Drogen. Schiff wirklich? Schauen. Jo. Vielleicht werden die auch die Drogen verschifft. So das Schiff checken, ob da auch alles ankommt. Mhm. Und warum sollte man dann, gut, der hat auch der sonst ein Laster, ne? Ein Laster ist. Ja. Was weiß ich, diese ganze Kleinkriminalität ist irgendwie nicht so ganz meine Welt. Ja, das ergibt für mich halt keinen Sinn. Scheihe wurde nach Brooklyn gelockt. Sollte warten. Was, Mann? Das war nicht deutsch, Alter. Was? Aber seine Brüder aufzubauen, anstatt sie klein zu halten, ist ja schon ganz cool eigentlich. Ja, definier Bruder. Und dass er das ganze Risiko nochmal, auf seinen Schultern hat. Aber definier Bruder in Koksticker-Business. Ja. Das ist eher das hört man ja gerne mal, dass es eher fraglich ist, dass es da überhaupt Brüder gibt. Vielleicht meint er die Leute aus seiner Gegend. Könntest du bitte noch mehr gähnen? Nein, es war schon intensiv. Okay. Bei dir geht es nur um Kleingeld. Scheihe wurde nach Brooklyn gelockt. Was war, was? Scheihe Mutter gluckende Nacht? Gibt's nicht. Fuck. Sollte warten, kriegt ein Schuss in sein Kopf. Das ist der Preis für ein Leben, Motherfucker. Alle wollen schnappen, man, sie gehen undercover. I'm just aus Amsterdam. Sitzen Tanja bei Sang, gucken, welche Bande mit 20 Mann Champagner. So sympathisch, dass er lächelt, ne? Kannst mich fragen, was du willst, doch der Exit ist Knittra. Früher war Speed, Bruder, heute jeder Messlabor. Wie er da so liegt, kam von Genua nach Ecuador. Siebenmal und Sieg ist sein Gegner, war Pescador. Kriege bis zum Sieg, sind der Lisi, sind der Rechte vor. Der kann muss es wissen, er hat hart schon aufgewissen. Bald bist du frei, Habibi, lass dich nicht erwischen, denn wir warten auf dich. Dann will ich sehen, wie viel Straße du bist, denn dein Arsch wird gefickt aus. Ich lass die Ellis brettern, du schaffst mir Bruder. Ich check den nicht, der passt irgendwie nicht da rein. Das, was er sagt, passt nicht zu seinem Aussehen. Ich hab nicht verstanden, was er gesagt hat. Ich auch nicht, deswegen. Nur irgendjemand kommt aus dem Knast und dann soll er zeigen, wie Straße er ist, weil er Amja auf dem Gewissen hat. Amja ist der Onkel. Aber man sagt auch, Amja ist ein Cop. Da sind wieder die Amjas, weißt du? Das stimmt. Ach, weiß der Geier. Viel Blablabla, bla, bla, viel Gebrülle. Let's go, Bermuda-Dreieck. Ich trag das Risiko, wenn du die Kurse einhältst. Und er lächelt die ganze Zeit. Ist es eher ein bisschen psychopathisch oder ist es sympathisch? Oder beides? Das ist Koks-Ticker-Psycho-Business, ne? Das ist so eine Mischung aus Koks-Ticken und Psycho-Biss. Während du deinen Bruder klein hältst, hier geht's um Transaktionen, bei dir geht es nur um Kleingeld. Ich lass die Ellis brettern, durch das Bermuda-Dreieck. Ich trag das Risiko, wenn du die Kurse einhältst. Ich baue meinen Bruder auf, während du deinen Bruder klein hältst. Hier geht's um Transaktionen, bei dir geht es nur um Kleingeld.
Und da wird doch wieder die Box umworben. Kaufen Menschen noch Boxen? Okay, ganze Kollektion, übertreib nicht. Ich kaufe mir safe die Boxershort, so viel ist sicher. Ja! Das hat mich sprachlos gemacht irgendwie. Weiß auch nicht. Ich glaube, wenn ich so ein pubertierender 14-Jähriger wäre oder so, der letztens was von Ott erfahren hat. Super interessante Musik. Nee. Aber das bin ich nicht. Ich kann dem nicht ganz viel abverlangen. Es ist das, was es ist. Für das, was es war, ist es gut produziert. Das Übliche halt. Mir hat es nicht gefallen. Was sagst du? Ich fand es schade, dass die brüllen mussten. Und der andere die ganze Zeit so psychopathisch gelacht hat. Ja, das sind halt keine Justin Timberlakes. Das haben wir jetzt feststellen dürfen. Nichtsdestotrotz, es funktioniert ja schon, ne? Also das ist ja, manche mögen das ja, ne? Wie gesagt, die pubertierenden 14-Jährigen und ähnlich. Ja, ist ja okay, aber wahrscheinlich verstehen die sogar klar und deutlich, das ist das Ding. Ja, okay. Vielleicht gibt es da Wörter, die wir einfach nicht verstanden haben, und wozu verschlucken. Und dann wir haben ja schon Gehör dafür. Würde man meinen, ne? Ja. Naja, gut. 3 Punkte. Boah, so wenig. Tschüss! Pro Kilo Ott, dass da in dem Video zu sehen war, 1 Punkt. ich würde da nicht so. Also, es ist, wie gesagt, für das, was ist, es ist so Standard, aggressiv. Es ist halt Standard. Es ging sehr Standard. Da war jetzt nichts, wo ich sagen würde, etwas hervorheben würde. Man hat die üblichen Augen im Dreieck, man hat die üblichen Symboliken, die man sich scheinbar inzwischen überall abschaut. Es ist sozusagen also schon langweilig. Ihr werdet sehr eintönig und langweilig, Leute. Ja, keine Ahnung. 5 Punkte. 5 Punkte für den Durchschnitt. Wow, 5 Punkte? Ja. Weil es ist halt ein Durchschnitt. Es ist durchschnittlich gut produzierter Durchschnitt. Dann macht's 4 Punkte. 4 Punkte für Dümarok und Kolja Goldstein mit dem Song Bermuda Dreieck, produced by Crisis und Souverän.